Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Erklärungsvideo von Paragon. Wir befinden uns immer noch auf der Map Agora. Ich habe ein bisschen vorgespielt mit dem lieben Murdoch, um euch ein paar Sachen zeigen zu können, weil wir begeben uns jetzt mal in ein anderes Gefilde, nicht mehr auf die Lanes, sondern in den mysteriösen Jungle. Wir gehen gleich hier durch den schönen Eingang rein in den Bereich. Wie man sieht, ist alles richtig schön dargestellt, schön zerrüttet. Ich gehe jetzt schnell noch zu einem Kollektor, sammle mir ein bisschen EP ein und ein bisschen Kartenerfahrungspunkte. Wie ihr seht, ich habe jetzt auch Items ausgerüstet, andernfalls würde ich ein bisschen Probleme haben mit diesem Helden gegen die Camps. So, wir gehen mal am Anfang zu einem weißen Camp. Dieses weiße Camp wird als normal oder neutral bezeichnet. Wenn ich es töten würde, also abfarmen, spawnt es für mich keinen sogenannten Orb, sondern gibt mir nur ganz normale Erfahrungspunkte und Kartenerfahrungspunkte. Hier darüber könnt ihr jetzt sehen den Cooldown-Timer, also wann das Camp wieder respawnt. In diesem Fall ist es 2 Minuten, aka 120 Sekunden. Ganz am Ende dieses Videos werde ich euch ein Bild auch noch geben, wo alle Camps zusammengefasst sind, wann ist ihre Spawn-Time, welchen Orb bringen sie und was für einen Effekt hat er und wie lange ist die Respawn-Dauer. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen kurz zum zweiten Camp, nämlich dem blauen. Hier sehen wir jetzt drei Figuren schon, das sind wieder zwei neutrale und ein blauer Kämpfer. Ich nehme jetzt einfach mal zuerst mal die zwei neutralen raus. Und der blaue Kämpfer, nachdem wir ihn vernichtet haben, lässt einen blauen Orb fallen. Sobald wir den einsammeln, haben wir erhöhte Mana-Regeneration, eine Cooldown-Reduktion von unseren Spells und Angriffsgeschwindigkeit wurde auch erhöht seit dem letzten Patch, der vor 2 Tagen rauskam. Vorher hat nämlich das schwarze Camp, wovon es nur ein einziges auf der Karte gibt. Also es gibt zwei blaue, zwei rote, ein schwarzes und einmal das Hauptcamp, aka der Boss. Wie ihr auf der Map ja schon sehen konntet. Ja, und vor dem Patch war, dass das schwarze Camp auch noch den Angriffsgeschwindigkeit gegeben hat. Jetzt wurde es geändert, dass die Angriffsgeschwindigkeit mit dem blauen Orb kommt. Wir rotieren mal rüber auf die andere Seite zum roten Camp. Wie ihr seht, der Orb bleibt auch eine Weile bestehen. Dort haben wir auch wieder die zwei Neutralen und den roten Krieger. Dieser lässt einen roten Orb fallen, welcher den Schaden unserer Autoangriffe gegen Helden oder allgemein gegen Einheiten erhöht. Ist natürlich für Carry oder Damage Dealer sehr, sehr praktisch. Immer wieder zwischendurch die kleinen weißen neutralen Camps. Dann haben wir hier auf unserer Seite das schwarze Camp. Wieder zwei neutrale. Na. Und den schwarzen Krieger. Wenn ihr jetzt zu weit weggehen würdet, würden sich seine Lebenspunkte normalerweise wieder resetten. Okay, voll perfekt. Oder eventuell Bug, wer weiß. Man sieht ja auch immer noch, es ist immer noch Alpha-Content. Ein Aspekt, der noch nicht eingebaut wurde, die Camps leveln nicht mit euch hoch. Das heißt, die sind genauso schwer wie auf Level 1 für euch, auch wenn ihr dann Level 15 schon seid. Also die bleiben immer gleich. Man sieht hier auch noch, die sind auch Level 1, wird wahrscheinlich auch mit den nächsten Patches geändert werden. Wenn wir jetzt den lieben Herren hier vernichtet haben, wie ihr seht, er hält einiges mehr aus als der blaue und der rote. Deswegen ist es auch etwas schwerer, ihn zu töten. Droppt einen schwarzen Orb. Dieser erhöht den Schaden gegen Gebäude. Etwas, was ich euch letztes Mal nicht erklärt hatte oder gesagt hatte. Ihr könnt, wenn ihr euch schneller bewegen wollt in der Map, das ist eure normale Laufgeschwindigkeit. Wenn ihr euch schneller bewegen wollt, könnt ihr den Reisemodus übergehen und somit dann schneller laufen. Der Reisemodus wird abgebrochen, sobald ihr Schaden erleidet oder ähnliches. Ja, um zurückzukommen, sowohl das rote als auch das blaue Camp, was wir jetzt gemacht haben,
Diese spawnen nach 6 Minuten 40, also 400 Sekunden, wieder. Und das normale, also neutrale, die weißen, das rote und das blaue Camp, die tauchen nach 1 Minute 30 Ingame-Zeit auf. Das schwarze Camp spawnt erst nach 6 Minuten und hat auch eine Respawn-Dauer von 7 Minuten. Ja, jetzt fehlt natürlich noch zu guter Letzt dieser liebe große Kriegerherr hier. Normalerweise sollte man ihn mit seinen Teams vernichten, aber da dieser Held noch nicht mit hochlevelt, ist er mit einem starken Damage-Dealer, wie jetzt Murdoch einer ist, wie ihr seht, relativ gut alleine zu besiegen. Ja, noch ein paar Hits. Und dann ist er down. Der Unterschied, ich hitte ihn jetzt mal extra nicht fertig, der Unterschied ist, bei den anderen mussten wir den Orb einsammeln. Diesen Orb bekommt nun jeder, der den Last Hit drauf bekommt. Das heißt, der den letzten Treffer macht. Die Orb wird auch als der Orb, also der Orb schlechthin in Anführungszeichen bezeichnet. Ja, oder auch die Hauptkugel. Der Respawn-Timer, also die Hauptkugel, bringt euch momentan jetzt noch nichts. Der Respawn-Timer des Bosses startet aber trotzdem, sobald ihr ihn getötet habt. Die Kugel bringt euch erst dann und wann was, wenn ihr sie an den Abgabeplatz gebracht habt, der euch auf der Minimap angezeigt wird. Für uns, da wir unten sind, müssen wir ihn nach rechts oben bringen. Würden wir in diesem Zeitraum getötet werden von den Gegnern, würde der Orb fallen gelassen werden und dann könnt ihr entweder ein Teammate oder ein Gegner sie einsammeln. Dann müsste der Gegner logischerweise, ich zeig's mal kurz schnell, es nicht nach rechts oben bringen, sondern nach rechts unten. Also dort, wo ich mich jetzt hier gerade hinbewege. Hier müssten die Gegner es hinbringen, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Sondern, ach ja, die Reisegeschwindigkeit wird nur abgebrochen durch Eingriffe von Helden, nicht von diesen Untertanen. Ja, wir bringen ihn jetzt dorthin, wo wir ihn haben wollen, um die Hauptkugel zu aktivieren. Und dadurch wird der sogenannte OP-Buff aktiviert. Das betrifft sämtliche Teammitglieder. Und dieser OP-Buff hält für, da muss ich jetzt leider lügen, 3 Minuten an. Das muss ich nochmal nachprüfen, aber 3 Minuten meines Wissens nach sind's. Oder ihr sterbt. Der OP-Buff erhöht einfach das, was eure sogenannte Hauptkugel in eurem Kartendeck bewirkt. Bei Murdoch ist es zum Beispiel 100% mehr Schaden. Was eigentlich relativ krass und relativ stark ist. Ja, der Boss an sich spawnt nach 5 Minuten nach dem Start des Spiels. Ansonsten, ja, zum Jungle gibt es jetzt nicht so viel mehr zu sagen an sich. Wie gesagt, es gibt halt dort auch diese ganzen Kollektoren, die verschiedensten, die ich euch ja schon in den anderen Videos gezeigt habe. Ja, für die meisten, die das Spiel zum ersten Mal spielen, die Karte ist, wenn ihr euch im Jungle zurechtfinden wollt, nicht wirklich hilfreich. Es ist sehr, sehr viel verzwickter, man verläuft sich noch relativ häufig. Und es ist wirklich, die Bezeichnung macht dem Namen alle Ehren, es ist wirklich ein Dschungel. Es ist manchmal schwer, sich zurechtzufinden. Aber auch hier hat Positioning relativ viel Wert. Ja, eine kleine Mechanik noch nebenbei zu erwähnen. Viele Spiele, wenn man gegen Menschen spielt, gehen auch, sagen wir mal so, sobald der rote spawnt, also der rote Orb, das rote Camp bei 1 Minute 30, wollen die diesen so schnell wie möglich töten, damit sie eben Bonusschaden machen können. Damit einfach ein relativ frühes Advantage geholt werden kann fürs eigene Team. Man kann natürlich, als kleine Tipps für die etwas erfahreneren Spieler, das Ganze dann contesten, indem man Enemy
in den gegnerischen Dschungel rotiert und die Gegner vielleicht dabei überrascht oder ihnen, naja, nicht in dem Sinne zuvorkommt. Ja, so viel zum Thema der Jungle an sich. Immer noch schön und malerisch. Okay, wir haben jetzt einen Gegner gefunden. Der muss jetzt leider leiden. Der. Jetzt und. Ach, ach, er hat sich selbst eingespielt. Ach, ist das ein Traum. Ja. Gut. Und. Ach ja, um das hier noch zu zeigen: Man kann auch die gegnerischen Kollektoren vernichten. Das Ganze dauert dann 30 Sekunden, nachdem sie zerstört wurden, kann man sie wieder benutzen. Wurde aber schon im anderen Video, wie gesagt, erwähnt. Ansonsten, im nächsten Video befassen wir uns mit dem meiner Ansicht nach schwierigsten Teil dieses Spiels, nämlich den Karten und dem Skillen, beziehungsweise dem Ausrüsten der Karten und wie erstelle ich ein Deck, wie funktioniert die Deckerstellung, weil nicht jede Karte funktioniert bei jedem Helden, nicht alles harmoniert mit allem zusammen. Schaltet auch da wieder ein, wenn ihr auf jeden Fall wissen wollt, wie das geht, oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Falls noch Fragen sind, könnt ihr sie gerne in die Kommentare unter das Video schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal kurz vor dem Auf Wiedersehen aufhöre, ich zeige euch jetzt noch ganz schnell das Bild zum Schluss. Und zwar hier. Bitteschön. Also, wir gehen es nochmal durch. Wir haben die neutralen Camps. Diese spawnen bei 1 Minute 30, respawn nach 2 Minuten. Sie haben kein Orb-Drop. Das rote Camp, auch bei 1 Minute 30, 6 Minuten 40, Respawn-Dauer. Das erhöht den ganzen Schaden. Das blaue Camp, Respawn-Time, auch bei 1 Minute 30, 6 Minuten 40, Respawn-Dauer. Cooldown-Reduction, Mana-Regeneration erhöht, Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Dann das schwarze Camp, 6 Minuten Spawn-Time. Die Respawn-Dauer 7 Minuten, Gebäudeschaden ist erhöht. Und dann zum Schluss das Hauptcamp oder auch der Boss, wie ich ihn gerne nenne auch. Ah, hier haben wir die Spawn-Time bei 5 Minuten und 7 Minuten ab dem Boss-Kill. Nicht ab dem Zeitpunkt, wo der Hauptorb am dementsprechenden Platz abgegeben wird, sondern ab dem Zeitpunkt des Töten des Bosses, habe ich euch ja auch gezeigt. Ja, der schwarze, wie gesagt, Gebäudeschaden wird erhöht und beim Boss ist es der Effekt der Hauptkugel im Deck. Aber jetzt wirklich, falls noch Fragen sein sollten, stellt sie gerne und dann bis zum nächsten Video. Mach's gut und auf Wiedersehen.